Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ja, die laufende Sendung mit Simone Baum, Co-Vorsitzende der Werteunion, der wir richtig auf den Zahn gefühlt haben, wird gleich fortgesetzt. Mit dem Titel "Hört auf mit der Dämonisierung der AfD". Tja, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter ist. Bei uns ist es bescheiden hier in Mittelfranken. 12 Grad heute früh, aber der Niederschlag tut der Natur gut. Ja, schaut euch bitte dann wieder die laufende Sendung an. Was mir am Herzen liegt, was uns am Herzen liegt, wir halten immer wieder Songs, die mit dem Zeitgeschehen sehr gut umgehen. Viel Humoristisches dabei, denn es ist wichtig, dass wir bei all dem, was wir im Augenblick hier in dem Land erleben, was die Wirtschaftsdaten, was die erneute Flüchtlingskrise angeht, dass wir unseren Humor nicht verlieren. Das ist ganz entscheidend. Und da ist es immer schön, dass wir Songs bekommen, die in einer Form, da aufzeigen, Moment, Menschen beschäftigen sich mit der Lage und sehen es zum Teil sehr humoristisch. Und hier wäre es schön, wenn wir von euch Songs kriegen würden, die jetzt sowohl vom Texter als auch im Interpreten, wo ihr die Rechte habt und wo wir sagen, okay, Mensch, da können wir drüber reden. Wir veröffentlichen die Sachen, die wir für veröffentlichungswürdig halten. Dieses Recht müssen wir uns vorbehalten, denn wir tragen die Verantwortung. Und dass wir sagen, okay, wir machen dann eine Ausscheidung, wen ihr für den besten Song prämiert. Also das wäre eine tolle Idee. Ich bin jetzt hier im Wald unterwegs, da kam mir so ein Song. Ich neige nicht dazu, nun musikalisch hier herausragend zu sein. Eher unteres bis schlechtes Mittelmaß. Aber wenn ich mir überlege, es gab doch diesen Song Pigalle. Die Älteren unter uns, ich glaube, das war Bill Ramsey, die können sich erinnern, wenn wir jetzt singen würden, Schikane, Schikane, das steht mitten auf der Regierungsfahne, mitten in Berlin. Also sowas, wenn wir mal aufzeigen. Und ich denke, es finden Veränderungen statt. Was wir nicht mehr wollen, das ist dieses Gekeife, das wir sagen mit Schaum vom Mund und wir müssen und. Nee, wir wollen die Dinge sachlich betrachten. Wir wollen auch dieses Land hier nicht durch eine Revolution verändern. Das liegt uns fern. Sondern wir wollen es friedlich tun, um aufzuzeigen, Moment, es muss sich etwas ändern. Wir haben eine arge Schieflage. Wir werden eine Sendung machen. Dieser Frachter bei Ameland, der dort brennt, hervorgerufen 25 Elektroautos, die nicht löschbar sind. Wir werden darüber reden, was ist denn hier in Tiefgaragen dann los, wenn mal etwas hier in Deutschland geschieht. Ein heikles Thema. Wir werden uns über unseren Klimaminister und Wirtschaftsminister Habeck unterhalten, der in den Tagesthemen gesagt hat, der IWF hat die schlechtesten Zahlen für Deutschland. Russland hat übrigens das 6-fache Wachstum wie Deutschland. Also die Sanktionen wirken gegen uns. Deutschland minus 0,3%, Russland plus 1,5%. Deutschland ist absolutes Schlusslicht. Habeck, der Klima- und Wirtschaftsminister, sagte, ja, wir werden den Menschen bis 2030 bei der Transformation viel abverlangen müssen. Da werden einige Härten sein. Wir haben 2023, das sind 6,5 Jahre. Okay. Nee, also du kannst es bloß mit Humor sehen. Wir machen weiter. Schaut weiter bei Simone Baum rein, hier Co-Vorsitzende der Werteunion. Da sind harte Fragen gestellt. Am Samstag weisen wir auf einen Podcast hin mit Dr. Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, der da kommen wird. Und am Sonntag ist Daniel Matisek in der Aufzeichnung, also zwei Hochkaräter. Bitte teilt unser Video, abonniert unseren Kanal und danke für die Unterstützung, sagt der Peter Weber und das Team. Macht Spaß, lasst uns den Spaß beibehalten. Übrigens die Sendung, wenn ihr Musik, Texte, Songs, wo ihr die Rechte habt, sendet sie bitte an kontakt@hallo-meinung.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag und das Team von Peter Weber.